Wir begrüßen euch ganz herzlich zurück. Max, you didn't tell me you took photos of Frank in action. Genau so sieht's nämlich aus. Wir sind zurück in Arcadia Bay. Da hat unsere Fotos. Mit Max und Chloe und wir sind immer noch am Computer, beziehungsweise Chloe ist noch am Computer, Jule sitzt am Controller. Hallo, hallo. Und wir wollten jetzt Chloe das Büchlein zeigen, das wir gefunden haben, das uns den Beweis gibt, dass Frank und Rachel Amber ein Verhältnis hatten. That makes me ill that Rachel posed like this for Frank. I wrote him love letters. I can't believe she was banging Frank. Rachel straight up lied to my face. Why didn't she say anything? Because she knew how you would react. Yeah. She wasn't much of a friend, huh? Just another person who shits all over me. Why does everybody in my life let me down? My dad gets killed, you bail on me for years, my mother gloms on a stepfucker, now Rachel betrays me. Chloe, Rachel is missing. Nobody betrayed you. Bullshit! Who hasn't? Fuck everybody! Oh God, Chloe! Chloe! Du hast's aber gut geworfen. I, der mit seinem... Was ist das? Oh, I. Wundert er sich nicht, dass ein Hund draußen ist? Wer kommt da? Achso, die... Ich frage nochmal, wundert er sich nicht, dass ein Hund draußen ist? Der hört das nicht am Bellen. Den hat man doch gesehen. Hat man ihn gesehen? Ja. Oh, das habe ich nicht gesehen. Den hat man gesehen. Chloe, you can't keep blaming me and everybody for everything wrong in your life. Divine. It's so not fair. I gotta blame somebody, otherwise it's all my fault. Fuck that. Bitte verdammt alles aber. Nobody's fault? Yeah. It's just life. Shit happens. It's nobody's fault. Blah, 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 as Mr. Jefferson would say. And Kate Marsh. Yes, Kate Marsh almost killed herself. Such sad, okay? That doesn't make me feel any better about my fucked up life. Get it? So who do you most want to blame? My fucking dad, of course. Hello? Sie meint William. Sie meint William. Sag mal, William. Ja. Yeah. You blame William? Really? Yes, I do. Damn right. He chose to go out that door and leave me forever. Chloe, your dad didn't choose to leave you. I know that, Max. My mom actually blames herself. Just because she wanted a ride home from work. Sometimes, even I blame her. No, you don't. Yes, Max, I do. Do you know what it's like to wait for your father to come home when you're a kid? And he never does? No, of course not. But I was with you that day. It was just a terrible accident. I wish that made me feel better. But ever since he died, my life has been dipped in shit. Warum denn dann so nett? Also ich meine, im Grunde ist sie ja auch ein bisschen selbst dran schuld, oder? Dass ihr Leben so scheiße verläuft, ist ja... Ja, weil sie so scheiße sieht. Sie könnte ja was für Besseres machen. Genau. Also. Aber sie ist ja immer noch da. Also sie, ne? Also ich wäre für X. Ja. You don't want to hear this, but you're still here. Alive. With me. And that is no accident. You're right. I don't want to hear this. Chloe, I can't do this out on my own. I need you with me. And Rachel needs you. Ja. Ich dachte, jetzt geht sie voll in die Eisen. Ich dachte, oh Gott, ich bin nicht noch schneller. Und du kannst mir nicht erzählen, dass der seinen Hund nicht am Gebälle erkennt. Das kann jeder. Nein, es kann definitiv nicht jeder. Genauso wie auch nicht jede Mutter einen Mutterinstinkt hat. Ja, gut, okay. Ja, ja, wenn man es so sieht, richtig, aber... Der liebt ja seinen Hund so, dem traue ich das voll zu. Ja, okay, von der Warte aus gesehen, ja, da stimme ich dir zu. Aber nicht jeder erkennt seinen Hund am Bellen, weil es gibt auch Leute, die schlagen ihre Hunde. Ja, richtig. Ich meine jeder, der seinen Hund so liebt, wie er ihn. Ja, gut, ja, ja, ja. So, so, ja, so. Ja. Toll. Abgesetzt ohne ein Wort. Oh Gott, dieses Segelohr! Das hässliche Foto, mein Gott. Mach es weg. Ich klebe es wieder zurück. Oh, Schreck. Gut, dass die man jetzt nicht mehr sieht. Schöner Deutsch. Es vibrated. Oh mein Gott. What is happening now? Harry Potter! Echt, oder? Die Bilder bewegen sich. Ja. Geil, du. Alter, was geht denn jetzt?
Können wir jetzt in das Bild switchen? Ich wollte gerade sagen, fällt sie jetzt in das Bild? Oh, können wir das jetzt als Portal nutzen? Oh, oh, oh! Schlechter? Ja, besser? Halt, ich halte! Wow! Ich hab losgelassen. Oh Gott. Someday Dad will get one of them newfangled computers. William! Fuck! Guck mal, gar keine Sinn. I hope the flash didn't scare you, Max. This is a keeper. Not until I see it first! You know the rules, Dad! Max, tell him! Whoa, hey, you look totally pale. Are you okay? Yeah, I just, yeah, I'm fine. Okay, Chloe, give me the thumbs up or thumbs down. Well, I might just allow this one into the family album. What is this? But not the cook? William is here. Daddy? Yes, and we can't. Chloe is just a kid. And serve us slackers. Am I that far back in time? In France, they call them crickets. I'm 18 years old inside my 13-year-old self. I volunteer to break the eggs. Ich hab grad Gänsehaut. Zweitens, ist das das Foto, was uns fehlt? Das meine ich doch die ganze Zeit! That's true. So, how many eggs? Don't you dare question the chef. Right, like you're the real cook here. I am. Steig nicht ins Auto! Nimm erst die Kamera und das Foto, dann alles andere. Hey, den muss ich ja nehmen. Yeah. Now I get to take a picture. Strike a pose. Make me a star. Just make me look young. Jetzt haben wir ein Foto von ihr und ihrem Dad gemacht. Können wir das bitte nehmen? You can see the bond between Chloe and her father. And the love. Now this is a photo. Jetzt hat sie das. Ohne Witz. Oh Gott, da klingelt das Telefon. Können wir die Vergangenheit ändern? Jetzt können wir wirklich da. Können wir. Aber. Whoa. Hey, honey. Just making a fabulous breakfast with Chloe and Max. We're all going to work at the Two Whales. What? Oh, I didn't know you had to get groceries. Of course, I'll come pick you up. Nein! Now I'll have an excuse to get a mocha. Be there shortly. Nein! I have to stop William from taking his car today. Ja! To rescue yonder Nein! With the Nein! Nein! Zurückspulen! Warte mal. He'll be grateful for that someday. Vielleicht kann ich ihn ja noch so aufhalten. Where are my keys? Weg! That's a dollar for the swear jar. You mean your college fund? Keys, please. Okay, wir müssen die Schlüssel finden. Warte, lass ihn. Wir können ja dann zurückspulen. Wenn ich ein Anime-Magazin. Ja, wir können ihn ja dann zurückspulen. Wir müssen wissen, wo die Schlüssel sind. Er muss sie erst finden. Oh Gott. Und erst dann kann ich zurückspulen, erst wenn er sie gefunden hat. Darf ich zurück? Zurückspulen! Nee, das ist zu weit. Nee, aber ich kann nicht, ich muss bis zu dem Punkt. Es geht ja, ich kann nur bis zu dem Punkt. Dann bist du dem Halt so. Und jetzt das Foto? Nee, warte. Nimmst du erst die Schlüssel? Ich nehme erst die Schlüssel weg. Kannst du noch gar nicht. Kann ich noch gar nicht, scheiße. Wo ist der denn hin? Kann ich den Stecker rausziehen aus dem Telefon? Nein! Ich glaube, du musst die Schlüssel irgendwie vor ihm dann. Das Foto! Don't you dare question the Now I get to take a picture. Strike a pose. Make me a star. Just make me look young. Kann ich die Schnur aus dem Telefon irgendwie rausziehen oder sowas? Na, guck mal, ob du jetzt den Schlüssel schon nehmen kannst. Right, like you're the real cook here. I am. So your mom's angucken. Away. Oh Gott. I'll let her know that. Ich will. Das ist mit den DVDs. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit jetzt, während Edgar kommt. Oh ja, yeah. I miss movie nights here. Cookies and popcorn. Schön. Ich glaube, es geht erst, wenn sie sagt, ich muss ihn daran hindern. Währenddessen können wir noch ein bisschen gucken. I know they never took that big vacation. Oh Gott. Oh Gott. Hello. Chloe was so into manga. Nice hair. Yay! Eine Freundin. So sieht sie auch später aus. Hey, honey. Just making a fabulous breakfast with Chloe. What a mess we made. I remember those cool drawings I did with Chloe. Das haben wir uns angeguckt. Das ist super cat.
Oh, I didn't know you had to get groceries. Oh, of course I'll come pick you up. Nein, nein, stell dich vor die Mütze und warte. Ich bin da. Love you. Excuse me, ladies, I have to go rescue yonder queen at the safe. Und was sagt sie denn? She don't have many times a delicious grub for us to feast upon. You're ridiculous. You'll be grateful for that someday. Shit, where are my keys? Weg! $1 for the swear jar. You mean your college fund? Keys, please. Wieso können wir das nicht wegnehmen? Müssen wir irgendwas anderes machen? Bestimmt. Da hätte ich noch warten müssen, bis er sie nimmt. Jetzt warte ich noch mal. Aha! You can't hide from me forever. Now lock up after I leave. Play nice. Try not. Nee, stopp. So schnell nicht, mein Freund. Jetzt guck ich noch beim Telefon. So, ich muss ja leider bis zu dem Punkt zurück. Sonst kann man erstmal mit den beiden sprechen. Da! Anschlag! So, how many Boom. Eggs? Disconnected. Oh Gott. Und jetzt das Foto nochmal. Like you're the real cook here. I am when you're... Now I get to take a picture. Oh, strike a pose. Dann noch mal ins Notebook gucken, bitte. Ja, das Notebook ist... Was da I'll let her know that. Jetzt haben wir auch das Foto erst drin. Yes, here's the two whales number. Now I can warn Joyce. Yes! Achso, nee, wir haben das Telefon hier ausgestöpselt. Müssen wir es wieder einstöpseln? Ja, geht nicht. Ja, weiß nicht. Aber jetzt wird die nicht abgeholt, ist doch auch scheiße. Oh Gott, warnen oder? Was klingelt denn jetzt? Das Handy! Hey, honey. I have no idea why the home phone didn't ring just now. Oh nein! Scheiße. With Chloe and Matt. Fuck! Warte, ich weiß, was er machen muss. Oh Mann, dass ich nicht hier schon. Blödes Foto. Mom is away. I'll let her know that. Erst Look. Yes, here's the two whales number. Jetzt anrufen. Now I can warn Joyce. Nein, scheiße. Du musst weiter zurück. Dahin muss ich. Call Dinah, da ging's schon. Ey. Ich muss doch irgendwie das Foto haben. Scheiße. Hello. Hi, could I please talk to Joyce Bryce? Oh Gott. Oh, she left? Damn. Are you sure? Okay, sorry. Thanks. So, how many eggs? Don't you dare question the chef. Right, like you're Handy? The real cook here. Now I get to take Keine a picture. Ahnung. Strike a pose. Make me oh a star. Oh Gott! Just make me look young. Oh Gott, das macht mich gerade voll fertig. Mich auch. Ich werde es irgendwie ändern, aber wie? Toll, ich liege ja schon 5000 Fotos davon. I am when you're Wo ist dein verkacktes Handy? Können wir es in die Mikrowelle stecken, bitte? Magazine. Du musst die Telefonschnur noch rausziehen jetzt, ne? Ja, ist ja Schnupse jetzt. Egal, was nee, sonst will. Klingelt ja sein Handy nicht. Ach so, ja, stimmt. Boom. Disconnected. So, jetzt habe ich auch einen Rückspur. Wo geht er hin? Beobacht ihn. Hey, honey. Er hat eine Tasche. I have no idea why the home phone didn't ring just now. Jetzt hat eine schöne Scheiße. I'm making a fabulous breakfast with Chloe and Max. We're all going to work at the Two Whales. What? Oh, I didn't know you had to get groceries. Of course I'll come. Jetzt den Schlüssel? Now I'll have an excuse to get a mocha. Jetzt den Schlüssel? Shortly. Love you. Gott. Geh doch schneller! Ja! Ja! Schnell! Score! Oh Gott! Guck mal hier, wie Halala! Hat sie jetzt den Schlüssel da reingesteckt? Ja. You'll be grateful for that someday. Ist gut, oder? Shit, where are my keys? Weg! Oder soll ich sie nicht da reinstecken? Soll ich sie behalten? Ich hab keine Ahnung. Wir beobachten. Aber die Spirale ist weg. Musst du wohl laufen? Oh. Blöd. Ist jetzt Mist, ne? Wenn der jetzt Ersatzschlüssel irgendwo hat, raste ich aus. Where are those keys? Another dollar for the swear jar. You're bankrupting me. Oh, er hat einen Keyfinder. Ich krieg zu viel. Er hat einen Keyfinder? Keyfinder. She don't have many bags. Ich muss hier irgendwo hinbringen. Wohin? Was ist das da? Eine Vase? Nee, das bringt da nichts. Paperpin? Shit, where are my keys? Irgendwo? You mean your college fund? Oh Gott, irgendwo wo's... Kann ich den Fernseher anmachen? Irgendwo wo? Nee. Kamin! Verbrennen!
Bringt nichts. Shit, where are those keys? Another dollar for the swear jar. Window, aufmachen! You're bankrupting me. Trophies! Ja, weg! Ja, ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Das ist sehr gut. Eine Szene. Oh, blöd. Ganz blöd jetzt. Also riecht schon scheiße, ne, mit Taxi. Right, ja, jetzt sind sie leider weg. Vielleicht geht der Schlüsselfinder auch nicht mehr. Forgot all about you, little buddy. Release the keys. Of course. Last time I ordered from Spy Guy Electronics. Richtig. You can take the bus, right? The stop is right down the street. Oh God. Yeah, this Bus. I can do. Good call, Max. Oh yeah, the bus is great. It comes every 15 minutes. It's a room for you and toys and groceries and it'll save you money. You sold me already. I'm off to yonder bus stop. Joyce will love this. Ist egal, sie wird uns lieb. Aber dafür. Jetzt pass auf, jetzt hat der Bus einen Unfall. Max, LKW. You're being so fucking strange. Ja, und wir können es nicht ändern. Wir erfahren okay? einfach, dass wir die Vergangenheit Chloe, nicht ändern können. I am awesome. We are awesome. Oh Gott. Ich glaube, wir erfahren einfach, dass wir die Vergangenheit nicht ändern können. Ja. Ja. Es passiert trotzdem. Ja, es passiert trotzdem. Nee. Was? Aber damit ändert sich alles, ne? Damit ändert sich komplett alles. Ist Chloe auch eine andere? Und was ist mit Rachel Amber? Die hat den nie geheiratet. Nee, der ist nie da. Sie hat ihn nochmal geheiratet. Ja. Ja, viele machen das. Ja, ich weiß. Es gibt niemals den Streit. Oh, fuck. War das jetzt schlau? Oh Gott, was haben, oder ist das eine alternative Zukunft jetzt? Was, Oh Gott, was ist denn jetzt? Pass auf, Episodenende. Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Spiel entschieden haben. Was sind wir denn jetzt? Ganz am Anfang wieder. Okay, ja, weh. Das ist der Anfang. Are you even listening, Maxine? Nein. Was ist Max? Never, Maxine. Ich will nicht in den Vortex klappen. Alter, was ist I know. Sorry, Mad Max. You're not pissed at me, right? Right? Do you want to go hit the girl's potty and smoke a peace pipe? I think was? Max is high. She's acting like so weird. You cool, Max? Oh, was ist mit uns Nobody passiert? Listened when I said we shouldn't let her in the vortex. Na, weil wir nicht weggegangen Courtney, sind, oder? You don't want anybody in the club. Like, whatever, bitch. Sind wir nicht weggegangen? Warren, he hooked up with Stella? Nee. Gehen wir da weg. Ich will... Weil wir jetzt im Vortex Club sind. Ja, ja, aber warum? Sind wir nie weggegangen? No. This is totally fucked up. What else Chloe? Changed? Chloe. Vielleicht sind wir auch gar nicht mehr mit Chloe befreundet. Oh Gott. Ah! Was denn hier? Oh Scheiße. Kann man zurückspulen? Musst du das so? Ich bin gerade völlig hin. Das ist jetzt aber nicht das Ende, oder? Das will ich nicht. Ich auch nicht. Warte mal, vielleicht schon mal noch ein anderes Foto, das wir schlüpfen können. Sollen wir das zurückspulen? Ich kann das nicht alles zurückspulen. Nee, dann sind wir tot. Was ist denn noch passiert? Ich glaube, wir sind nicht weggegangen. Ja, aber weggegangen sind wir ja wegen der Eltern. Nur wieso sind wir auf einmal cool? Ich will nicht cool sein. Nee. Und wir wollen mit Warren zusammen sein. Oh Kacke. Und der ist kein Busfahrer. Tut er mir auch leid. Hallo, guck nach vorne. Mehrere Tsunami. Kacke. Honey. Das ist jetzt nicht das Ende. Leute, macht mich nicht verrückt. Leute, macht mich nicht verrückt. Warte doch mal. Ich krieg gerade einen Herzinfarkt nach dem nächsten. Chloe.
bestimmt gar nicht mehr. Weil wir im Vortex Club sind. Warum sind wir denn im Vortex Club? Ich weiß es nicht. Das erschließt sich mir nicht. Die wundern bestimmt gar nicht mehr. Pass auf, sie weggezogen oder was? Nach Paris, weil in Paris so schön war. War es nicht Italien? Stimmt. Rom und so. Max Caulfield. Taking a break after taking Seattle by storm, huh? What? We thought we'd never see you again after you left for the big city. No. I'd never do that to Chloe. Speaking of, I know she's been dying to see you. Hold on. Chloe! You have a visitor! Gott, ich guck nach unten! Oh Gott, jetzt hatte die einen Unfall. Nein! Oh, holy fucking shit! Das können wir nicht machen. Das können wir nicht machen. Alter, was? Wo ist die Rückspultaste? Ja, danke, Chaos-Theorie. Ja. Oh. Nee. Was? Haben wir uns jetzt dafür entschieden? Nicht wirklich, oder? Was? Können wir das nochmal ändern? Was? Können wir das nochmal ändern? Können wir bitte, ich weiß nicht, die Episode nochmal durchspielen und das nochmal ändern? Was? Was? Nicht zurückspulen. Ich musste es jetzt ausprobieren. Ich schwitze gerade, das glaubst du nicht. Scheiße, jetzt liegt der aber, jetzt ist ja jetzt das. Ach du Scheiße. Können wir, darf ich kurz sagen, dass ich bei Grund was ganz anderes gesehen habe? Also am Anfang vom Titelbild? Ja, ich auch. Gut. Ich will das haben. Ich habe genau dieses Thumbnail auch gesehen. Genau, so, ich will das zurückhaben. Das will ich auch, bitte. Ich will das für uns auch. Ich will das nicht. Jetzt lebt er zwar, aber jetzt ist er, also... Alter, was? Ich will nicht im Vortex Club sein. Ich auch nicht! Und ich will meine Chloe zurück! Ja! Meine durchgedrehte, blauhaarige, total aggro Chloe! Ja, her! Die sprechen kann und keinen Luftröhrenschnitt hat und nicht querschnittsgelähmt ist! Oh Gott, mir wird ganz übel. Oh Gott! Ja, müssen wir... Alter, was ist denn da jetzt passiert? Müssen wir nochmal zurückspulen oder was? Können wir nicht mal. Können wir nochmal einstecken irgendwo? Ich habe keine Ahnung. Ich will das nicht. Ich will das auch nicht. Das ich weiß ja nicht, wie es in der nächsten Episode weitergeht. Ja, ich auch nicht. Aber da will ich nicht starten. Ich weiß ja nicht, ob man es in der nächsten Episode. Oh Gott, was ist denn jetzt mit Rachel? Ja, was ist denn mit Rachel? Gott, Kinder, wir sind ganz fertig. Oh Gott. Passiert. Wir müssen uns jetzt entscheiden, ob wir das so lassen oder ob wir nochmal komplett alles spielen, um es zu ändern. Ich will das so nicht! Wir sind gerade voll. Ich bin gerade total fertig. Ja. Kalte, schwitzige Hände. Ich habe heiße, schwitzige Hände. Ja, ich schwitze. Ich habe es abkühlt. Ich schwitze unter den Achseln. Mir ist heiß und kalt. Ich fühle mich gerade, als hätte mir einer mit dem Baseballschläger von hinten einen übergezogen. Ja. Nee, meine Gänsehaut so langsam kam in Wellen immer wieder. Ich dachte mir nur die ganze Zeit, das kann nicht das Ende sein. Das kann nicht das Ende sein. Und dann aber kommt ist das Ende. Chloe im verdammten Rollstuhl. Ich meine, sie sah jetzt nicht unglücklich aus, aber... Nein, sie wird ja auch nicht groß... Wieso hatte sie denn einen Unfall? Ja, was ist denn da passiert? Wieso sind wir im Vortex Club? Wieso sind wir im Vortex Club? Und überhaupt? Das ist die Frage aller Fragen. Wieso sind wir im Vortex Club? Wieso waren wir so gut mit Victoria? Ja, und was ist mit Kate? Ja, und mit Rachel? Oh Gott. Alter, wenn dieses Entwicklerteam nicht danach nach diesem Spiel ein zweites Spiel nachschiebt, dann kotze ich. Ey, die machen ja so unglaublich gutes Spiel. Das ist doch nicht zu fassen. So, wissen wir jetzt schon, was wir machen? Nein! Verdammt! Am besten ist,
Wir müssen mal kurz die andere Folge recherchieren und gucken, wie das ausgeht. Ey, das ist doch nicht wahr. Wir konnten auch nicht zurückspulen. Nee, kannst du da nicht mehr. Das sind so wichtige Entscheidungen. Aber das will ich nicht. Das will ich nicht. Wenn wir das irgendwie ändern können. Also ich würde ja auch ungern nochmal die ganze Episode durchspielen. Aber wenn wir es irgendwie ändern können. Ich will das nicht. Ich auch nicht. Wir haben nur einen Safe-Dingsbums. Safe-Slot. Ich weiß. Oh Gott. Aber wir können eine Episodenwahl machen, ne? Ja. Ja, wir müssen nochmal überlegen. Wir müssen nochmal tief in uns gehen. Ob wir das wirklich so wollen. Oh Gott. Und wir wissen ja auch nicht, ob es nochmal änderbar ist. Das ist ja, das ja auch noch. Das ist ja das Problem. Weil so wie sie am Ende geguckt hat, bleibt es nicht so. Max war ja völlig... Ja, ja. Aber wie willst du denn zurück? Dann bräuchtest du ja wieder ein Foto. Ich weiß. Vielleicht können wir mit Chloe irgendwie Fotos angucken und dann in das Foto springen. Aber wer weiß, ob wir in dieser Realität jetzt überhaupt unsere Kraft haben, unsere Fähigkeit. Ha. Wissen wir auch noch nicht. Ha. Ob wir überhaupt wieder Zeit switchen können. Ja doch, das glaube ich schon. Ansonsten wäre das Spiel ja jetzt zu Ende. Oh Gott, ja. Wir müssen auch irgendwie wieder zurück, weil das nächste Jahr heißt In the Dark Room und das hat mit ja Kate. Was mit... Nee, mit Rachel. Achso, mit Rachel Amber. Ja. Alter. Wollen wir es erstmal so lassen? Ich würde sagen, wir lassen es erstmal. Oh Gott. In der nächsten Episode gucken und dann entscheiden wir uns nochmal. Ja. Je nachdem, wie die nächste Episode anfängt oder so. Ja, wir starten die nächste Episode auf einem anderen Safe Game Slot. Wenn es geht. Ja, wir müssen eh... Das nee, ist geht ja gar nicht, ne? Dann nee, wir müssen die Episode neu dann anwählen. Es geht ja eine Episodenwahl, kann man ja machen. Aber ich denke, es muss nochmal irgendwie zurückgehen, weil, wie gesagt, die nächste Episode hat mit Rachel Amber zu tun und das müssen wir irgendwie rausfinden. Oh Gott, oh Gott. So, wir haben nur noch 2 Minuten 30. Da geht die Kamera aus. Und wir sind immer noch am diskutieren. Ich schlafe heute Nacht schlecht. Auf jeden Fall. Das geht auch so nicht. Ich schlafe heute Nacht schlecht. Wie existiert das nicht? Wir hätten die ganze Zeit haben wir nicht einmal drüber nachgedacht. Ich habe ihn nur nicht ausgesprochen. Ach so. Ich hatte die ganze Zeit den Gedanken. Eigentlich was kann man passiert eigentlich? Nicht ändern, was passiert eigentlich? Ja, den Gedanken hatte ich auch, aber das war den durchziehen. Und was erwartet uns dann in der Zukunft? Ja, ja. Den Gedanken hatte ich auch. Eigentlich ist es ja so, dass du es nicht ändern kannst. Genau. Und wenn du es änderst, dann verlangt das Schicksal oder die Chaos-Theorie einen Ausgleich. Ja, den haben wir jetzt gleich. Es wird immer ein Ausgleich gesucht, um das Gleichgewicht zu halten. So, den Ausgleich haben wir. Wenn der Vater lebt, was dann? Wo ist der Ausgleich, ja. Wo ist der Ausgleich? Wer lebt dann nicht mehr oder wer hat einen anderen... Genau. Ne? Haben wir ja gerade Und ich meine, wenn man mir überlegt, okay, der Vater stirbt zwar, aber er hat ja bis dahin ein schönes Leben gehabt. Also er war ja im Prinzip alt. So. Na, er war jetzt nicht sehr alt, aber er hat eine Tochter gehabt und so, alles war gut. Er hatte bis dato ein schönes Leben. So, und Chloe war eigentlich zu jung, um zu dem Zeitpunkt zu sterben, also da wäre das Gleichgewicht nicht gehalten gewesen. Verstehst du, was ich meine? Wenn Chloe in so jungen Jahren sterben würde? Oh, fuck. Na, jetzt das noch. Ich klick das mal ganz schnell durch. Warte mal kurz, genau. You left the money. Ja, you kissed Chloe. Ja, ja. You sided with Chloe, auch die Mehrheit. Ja, haben wir auch das gemacht. Sowieso. Ja, haben wir auch gemacht. Hey! Entschuldige. Lisa is dead. Die Pflanze? Ja, okay, das haben wir auch. You erased some names from the Vortex Club Party. You didn't leave a mark. Ja, das habe ich auch gesehen, das geht noch. Mark on the fireplace? Ja, man konnte da diese kleine Schneekugel angucken. Ich denke mal, die hatte auch noch ein... You took a photo in the past. Ja, das haben wir gemacht. Ah ja, guck, das haben wir nicht so, aber da waren wir am Anfang. Oh okay, gut. Wir verabschieden uns für diese Episode und sehen uns in der nächsten auf jeden Fall wieder. Völlig wie auch immer. Erledigt. Bis dann.